Ja, herzlich willkommen hier in den Brennerhöfen bei Alexander Gärtner. Und Michael von Hassel. Wir haben eine wunderbare Ausstellung inszeniert hier und haben internationale Fotokunst aus der ganzen Welt zusammengetragen, um die auszustellen. Also kommen Sie vorbei. Es geht noch bis zum 24.12. Weihnachten und es gibt das ein oder andere sehr schöne Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Also, wer ist Tenois? Also, ich bin Henrik Tenois, bin Verleger der Tenois Verlagsgruppe. Wir machen Bücher zu den Themen Fotografie, Lifestyle, Design und so weiter und so weiter. Heute sind wir hier in einer sogenannten Pop-Up Gallery. Das ist eine Fotoausstellung, wo wir den Buchstand machen. Und hier sind auch einige Künstler von uns vertreten, wie zum Beispiel Vincent Peters, der Organisator, Michael von Hassel, Mark Homm, Rankin und so weiter. Mein Name ist Michael von Hassel, ich bin einer der Fotokünstler, der sich hier selbst ausgestellt hat. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Alex, komm noch bitte nach vorne, will vielleicht was über dich sagen. Ja, normalerweise spricht ja der Künstler dann nicht, denke ich, und aber heute Abend haben wir so viel Arbeit in diese wunderbare Location gesteckt. Alex Gärtner, mein Kompagnon sozusagen, und bin quasi mehr oder minder der Kurator geworden, deswegen dachte ich mir, darf ich heute auch mal was sagen. Ja, meine letzte Ausstellung, ziemlich genau ein Jahr her, da hatte ich eine Vorbereitungszeit von genau einem Jahr. Also ich habe mir viel Zeit gelassen, das haben wir gut organisiert, es sollte auch gut funktionieren und gut ausschauen. Und es war ja dann in der tollen Rathausgalerie, gleich hier quasi schräg gegenüber. Naja, und wir waren vor etwa mehr als 3 Wochen, waren wir hier drin in einer Baustelle, Alexander und ich, mit dem Axel und der Frau Riede, die hoffentlich auch da ist. Und haben uns das hier mal angeschaut und haben uns überlegt, da könnte man noch eine Ausstellung machen. Und dann haben wir uns ein bisschen überlegt, ja, wann machen wir das denn? Und irgendjemand hat dann gesagt, ja, wären nicht die 4 Wochen vor Weihnachten gut, so die Adventszeit, eine Fotoausstellung hier? Ja, das wäre gut, fangen wir mal an. Ja, und etwa 2 Wochen später, nach ein paar Telefonaten, hängt hier etwas über 1 Million Euro an Fotokunst an der Wand. Also seien Sie bitte vorsichtig, sind zwar gut versichert, aber das haben wir in den letzten 2 bis 3 Wochen sehr, sehr intensiv gemacht. Ja, meine Bilder, die kamen dann heute um 14 Uhr, das sind die etwas größeren, die hier hängen. Das war dann auch der Abschluss. Und dann haben wir, wir beide haben wohl Punktlandung erfunden. Haben das ganz gut hinbekommen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns entschieden, die sehr, sehr gute, tolle Fotokünstler hier einzuladen. Wir haben die Messlatte sehr hoch gesetzt. Wir wollten hauptsächlich etablierte, international bekannte, erfolgreiche Künstler von höchster Qualität, die verlässlich mit ihren Editionen, mit ihren Auflagen umgehen. Wir wollten Klassiker haben, aber auch eben absolute Superstars, große Namen. Und wer hier alles ausgestellt ist, das haben Sie alles in der Einladung vernommen, beziehungsweise das sehen Sie in den Schildern neben den Bildern. Ja, ich glaube, bei aller Bescheidenheit, sowas hat München schon lange nicht gesehen. Und wir sind durchaus stolz, dass wir in dieser wunderbaren, tollen Location hier an der Brennerstraße im Herzen Münchens ausstellen dürfen. Ja, wie kam es dazu? Ein bisschen angeschnitten habe ich schon. Alexander und ich haben vor ein paar Tagen hier Kaffee getrunken und schon war die Entscheidung gefallen. Mit dem Boot sind meine Galerien Camera Work in Berlin und Anke Degenhardt aus Hamburg, die uns hier sehr, sehr viele Künstler zur Verfügung gestellt haben, relativ problemlos. Und meine wunderbaren Agentinnen, Florentine Rosemeyer steht hier, Mon Müller schön und Dr. Isabella Göbel. Und wir sind ein großes Team, eine große Familie und haben das hier alles zusammen organisiert. Mein letzter Anruf galt dann Henrik Tenois, meinem Verleger, mit dem ich ein wunderbares Buch machen durfte im vorletzten Jahr, das für mich einen sehr, sehr großen Schritt bedeutet hat. Und Henrik hat auch gesagt, mach auch mit, ich besorge noch ein paar weitere Künstler und wir machen auch hier einen Buchladen. Und da verkaufen wir auch dein Buch, also das gäbe es hier zu kaufen. Wenn Sie sich nicht für ein Bild entscheiden, dann bitte für ein Buch oder mehrere. Ja, und was fehlte dann noch irgendwie zu einer sehr gelungenen Rundenveranstaltung? Natürlich ein Sponsor und auch einer, der eben so ein bisschen den wohltätigen Aspekt hier mit hineinbekommt. Ich habe mir gedacht, ich lebe von Fotokunst, so komisch das ist. Da muss man einer sein, der sehr, sehr beschenkt
worden ist vom Leben. Und da muss man auch ein bisschen wieder was zurückgeben. Und da haben wir unsere Freunde von Ingolstadt Village gefragt. Und der Deutschlandchef von Value Retail, das ist die Firma, der Ingolstadt Village und Wertheim Village, diese großen, wunderbaren Dörfer gehören, ist heute Abend hier und er sagt jetzt auch ein paar Worte zu uns. Kai Niehaus. Ich finde das ein wunderbarer Abend. Ich freue mich, dass so viele Leute hier sind heute. Du hast es eben sehr gut gesagt, es geht um zwei Dinge. Für uns geht es einmal darum, in dieser hervorragenden Location mit dabei zu sein, aber es geht uns auch um den wohltätigen Zweck. Denn wir haben, da vorne können Sie sehen, wir haben vorne im Eingangsbereich den Christbaum und die wunderbaren Kugeln in dem Fenster. Und wir haben uns gedacht, wir wollen für eine gute Stiftung für das Saalberghaus, soweit ich weiß, ist das hier in München sehr bekannt, wollen wir jedes Weihnachtswochenende von Donnerstag bis Sonntag eine Verlosung machen. Und zwar verlosen wir Gutscheine im Wert von 100 Euro jedes Mal am Tag. Und Sie können mit der Teilnahme an dem Kartenspiel, was Sie vorne neben dem Raum sehen, eine Karte ausfüllen. Pro Karte stiften wir 10 Euro für das Saalberghaus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich möchte nicht versäumen, mich da für die wunderbare Organisation zu bedanken, denn das ist hier eine sehr besondere Location und eine besondere Ausstellung, die sehr ungewöhnlich ist, in meinen Augen, für München. Und ich freue mich sehr, dass das so wunderbar geklappt hat. Ja, außerdem habe ich ein Geschenk. Der Stefan gibt mir vielleicht kurz eins an meinen Bürgermeister, Seppi Schmitz. Weil es ist mittlerweile die zweite Ausstellung, die er mir dankenswerterweise eröffnet. Es ist ein